Falsche Christen wissen nicht, was Satanismus wirklich ist. Sie haben diese Hollywood-B-Movie-Idee von Satanismus und wissen gar nicht, wie weit sie damit daneben liegen. Wenn man etwas über den Islam wissen will, sollte man zu einem Imam einer Moschee gehen und den fragen, weil er ein Priester der Religion ist. Wenn man etwas über Judaismus wissen will, sollte man zu einem Rabbi in eine Synagoge gehen und den fragen, da er ein Priester der Religion ist. Wenn man was über exoterisches Christentum wissen will, dann sollte man in eine Kirche gehen und den Priester dort fragen. Nun Leute, ich war ein Priester im Satanismus. Ich war in einer der größten öffentlichen satanischen Gruppen, die auf der Welt existieren, der Church of Satan unter Anton LaVey, der mich persönlich zum Priester ernannte. Man könnte also annehmen, dass ein ehemaliger Priester etwas über die Lehren und Ansichten der Religion weiß, oder nicht? Ich kenne Christen, die mir erzählen, das, was du über Satanismus erzählst, ist falsch. Es geht um die Verehrung dieser Entität namens Satan, dem Erzfeind Gottes und so weiter. Und ich erkläre ihnen, dass es eine Ideologie ist, ein Lebensstil, der Regeln und Denkmuster hat. Es geht nicht darum, in die Wälder zu gehen, in schwarzen Roben, dort Tiere zu opfern und um Feuer zu tanzen. Das ist nicht Satanismus. Falsche Christen meinen, dass das Satanismus ist und sie als einziges Ahnung davon haben. Ich versuche seit 15 Jahren, Satanismus aufzudecken und die Leute kapieren es nicht. Sie wollen es nicht von einem ehemaligen Priester der Religion lernen. Es ist, als wenn man das Taktikbuch der gegnerischen Mannschaft hat und damit zum Trainer der anderen Mannschaft geht und der sagt, hau ab, Mann, wir machen das auf unsere Art. Man kann ihnen nicht einmal das Taktikbuch geben. So dumm sind sie. Die dunklen Herren dieser Welt manipulieren die Massen, indem sie ihnen ihre Gedankengänge und deren Religion geben. Es ist die beste Art, wie man die Masse sich selber bekämpfen und sich gegenseitig schwächen lässt, damit sie einfacher zu kontrollieren und zu beherrschen ist. Sie geben den Leuten eine verwässerte Version ihrer Ansichten und Religionen. Sie haben immer noch das ganze Wissen über die Religionen und der satanischen Ansichten, weil das größere Wissen das kleinere beherrschen kann. Ich nenne das Mini-Mi-Satanismus. Die Satanisten sind Dr. Evil und die Bevölkerung ist Mini-Mi. This is the best, okay, so an understanding of true Christianity. Um echtes Christentum zu verstehen, muss man wissen, was das polare Gegenstück Satanismus wirklich ist. Falsche Christen weigern sich, den echten Satanismus zu verstehen, während ein echter Christ um die hellen und dunklen Seiten des Okkultismus weiß und versteht, wie dieses Wissen benutzt werden kann. Satanismus ist eine uralte geheime Religion, die diverse untereinander verbundene Netzwerke weltweiten Ausmaßes beinhaltet. An ihrem ideologischen Kern besagt diese Religion, dass das Wissen um die menschliche Psyche und um die Naturgesetze geheim gehalten werden und nur von wenigen Leuten gewusst werden sollte. Es ist viel genauer, dunkle Okkultisten und Satanisten als uralte Psychologen zu betrachten, die geheimes Wissen haben und benutzen, um die zu kontrollieren, die diesen Informationen ignorant gegenüberbleiben. Die Ansichten von Satan als anthropomorphische Entität anstatt eines ego-getriebenen Wertesystems und Lebensstils ist der Grund, warum die Leute kein Verständnis vom echten Satanismus
deren Agenda und den Methoden, wie sie die Welt kontrollieren, haben. Das führt dazu, dass sie den echten Feind nicht identifizieren können. Hier sieht man, wie ich die okkulte Hierarchie aufzeige. Darüber habe ich ausführlich in dem Seminar Entmystifizierung des Okkulten Teil 2 gesprochen. Ganz unten sieht man die Bevölkerung, aus der sie bestimmte Leute herausfiltern. Sie haben ein Rekrutierungs- und Filtersystem von öffentlich bekannten satanischen Organisationen aufgebaut. Das sind sehr niedrigrangige Organisationen der Hierarchie, wie die Church of Satan, in der ich war. Ich behaupte nicht, dass ich ganz oben mit der Elite gearbeitet habe, denn das habe ich nicht. Ich war gerade so über der Bevölkerung, am untersten Ende der Pyramide. Church of Satan, Temple of Seth, der Orden des bösen Auges, etc. pp. Wir sprechen über ein Rekrutierungs- und Filtersystem, wo sie feststellen, welche Fähigkeiten hast du, wie können sie dich benutzen, um deren großes Werk des Bösen zu verrichten. Eine Stufe darüber haben wir die finanziellen, Medien- und politischen Organisationen, die von den dunklen Okkultisten kontrolliert werden. Die Regierungen der Welt, die Weltfinanzen, die Medien, die exoterischen Religionen. Die Stufe darüber sind die höherrangigen satanischen Organisationen, die Denkfabriken wie das Council on Foreign Relations, das Royal Institute of International Affairs, Club of Rome, die Trilaterale Kommission, die Bilderberger und das Tavistock Institute of Human Relations. Und darüber ist noch eine Stufe der dunklen Okkultisten, und das sind die uralten herrschenden Blutlinien. Das ist die Gruppe, der man nicht beitreten kann und niemals eingeführt wird. Man kann nur reingeboren werden. Punkt. Das ist es, wer diese dunkle Priesterklasse letztendlich ist. Sie sind der schwarze venedische Adel. Und die Leute begreifen das nicht. Man kann sich den Platz in den dunklen Illuminati nicht verdienen oder erarbeiten. Dort wird man reingeboren, keine andere Chance. Und man verlässt den Club nicht, wenn man auf dem Level ist. Auf meiner Ebene geht das. Wenn man sagt, ich will nicht mehr, sagen sie, hau ab, Kleiner. Wir brauchen dich nicht. Wir haben dich benutzt. Ich wurde benutzt. Ich war ein Bauer in einem Spiel, was ich nicht begriff und keine Ahnung von hatte. Wenn der Bauer nicht mehr will, dann sagen sie, geh und stör uns nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die Leichen liegen. Ich war nicht auf der Ebene. Mein Gewissen ließ mich nicht so weit kommen. Aber wenn man bis zu der Ebene kommt, wo man weiß, wo die Leichen liegen, kommt man nicht so einfach raus. Sie haben gelacht, als ich sagte, dass ich aussteigen will. Sie sagten, dass ich meinen Kopf lebenslang gegen eine Betonmauer schlagen werde und keinerlei Auswirkungen auf ihre Vorhaben in der Welt haben werde. Aber da lagen sie falsch, denn ich habe Einfluss. Aber sie haben recht, denn ich fühle mich so, als wenn ich meinen Kopf gegen eine Mauer schlage, weil die Mehrheit der Leute immer noch nicht zuhört. Deswegen brauche ich mehr Hilfe und die Leute, die diese Arbeit machen, ebenfalls. Wir brauchen Hilfe von dir. Du musst der Nächste hier oben sein. Ich will das nicht ewig und alleine machen. Hör auf, im Publikum zu sitzen. Bekomm deinen Kram zusammen und ab auf die Bühne. Die Symbolik und Insignien von Satan wird im modernen Satanismus aus zwei Gründen benutzt. Der eine ist, um es für Außenseiter wie eine weitere Religion aussehen zu lassen, die auf traditionellen christlichen Glaubenssystemen beruht. Der zweite Grund ist, um sich mit der gegensätzlichen Kraft der Natur, im Okkultismus Involution genannt, zu assoziieren. Die Kraft, die echter Weiterentwicklung entgegensteht, indem sie uns teilt und unsere innere Dreifaltigkeit von Gedanke, Gefühl und Handlung in Widerspruch bringt. Der Name Satan kommt vom hebräischen Shatan, was Widersacher oder Gegenspieler bedeutet.
Im Satanismus geht es darum, gegen die wahre Ordnung der Naturgesetze zu sein. Darum geht es. Satanismus wirkt der ordnenden Kraft der Naturgesetze entgegen, um Chaos und Leid zu bringen.